Ja, hallo und willkommen zurück bei Miss Survival zur dritten Runde. Wir sind ja letztes Mal hier eingezogen in unser schönes neues Haus und ich habe hier den Morgen auch gleich mal verbracht, ein bisschen was zu sortieren. Ich habe jetzt hier Essen, da können wir uns gleich mal was gönnen, zum Beispiel Früchte aus der Dose. Wie wäre es damit? Da können wir uns gleich zwei von gönnen, dann müssten Hunger und Durst erstmal erledigt sein. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier drin Quatsch durcheinander. Hier habe ich meine Baumaterialien drin. Und hier haben wir Waffen, Munition und im letzten Schrank Werkzeuge. Hier ist auch irgendwelcher Ramsch drin, den ich teilweise noch nicht zuordnen kann. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Locker. Und wir brauchen auch mehr Locker für den Pickup. Denn zwei da, weiß ich nicht, da kann ich nicht so lange mit looten gehen. Die sind schneller voll, als man schauen kann. Deswegen setzen wir gleich mal hier zwei Baustellen hin. Für neue Storage-Container. Ist ja auch egal wo. Was ich auf jeden Fall brauche, sind diese Baumstämme hier. Dann werde ich gleich mal ein bisschen Holz sägen und dann können wir sowohl diese Werkbank hier fertig bauen, als auch diese ganzen Locker. Ich brauche noch... Wo hatte ich meine Materialien? Hier. Ich brauche auf jeden Fall die Komponenten und den Metal Scrap. Dann müsste das alles funktionieren. Okay, stellen wir ein paar Holzbretter her. Mach erstmal 12, das dauert 2 Stunden. Damit müssten wir alles fertig bauen können. Da habe ich einen falschen benutzt. Das ist ein weißer, ich wollte doch einen roten bauen. Egal, es fehlt sowieso eine Komponente. Why ever. Machen wir das hier noch fertig. Dann haben wir jetzt hier die Werkbank, was sehr cool ist. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Hier kann man jede Menge Zeug bauen. Unter anderem auch den Lederköcher, den ich bald mal haben möchte, um einfach mehr Pfeile mit mir herumtragen zu können. Was man dafür braucht, ist mehr Leder. Und ich weiß ja, wir haben ein Tierfeld schon gelootet. Ich glaube, das müsste hier sein. Genau, hier haben wir ein rohes Tierfell. Und das kann man ja auf dem Tanning Rack zu Leder machen. Jetzt muss ich nur mal suchen, wo dieses Tanning Rack ist. Ja, Tanning Rack braucht 8-mal Holz, Nägel und Seile. Die Nägel können wir an der Werkbank herstellen. So, ich habe keinen Dunst, was hier vorne und hinten ist. Ich stelle das erstmal so hin. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich brauche, wie gesagt, Seile, Nägel und Holz. Nägel können wir uns hier herstellen. Oh, wir brauchen auch Komponenten dafür. Okay, das heißt, wir müssen erstmal looten gehen, um uns den ganzen Quatsch zu holen. Und neue Baumstämme brauchen wir danach auch noch. Was wir auch brauchen, ist ein Zelt oder einen Unterstand. Ich würde aber lieber ein Zelt bauen, ehrlich gesagt. Kann man das eigentlich auch drinnen bauen? Weil das müsste ich quasi als Base dann angeben. Ich kann es tatsächlich hier drinnen bauen. Ja gut, will ich aber nicht. Ich stelle das einfach hier neben das Haus. War jetzt nur mal just for fun, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Stellen wir das einfach hier hin. Das können wir dann als Base definieren, weil dieses Haus hier hat leider nicht so eine Tafel, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt meine Base und hier kommen meine Mitarbeiter hin. Das geht leider nicht, aber man kann sich ja sowas selber hier hinstellen. Brauchen wir ein paar Sticks, Seile und Stoff. So, die Sticks müssen wir uns selber machen. Das ist aber kein Problem. Da brauchen wir 8 Stück von. Dann bauen wir das hier schnell auf. Und dann können wir hier an dem Buch sagen, nee, nicht schlafen. Das ist jetzt meine aktive Base. Alle Personen, die wir retten, werden sich dann hier einfinden und hoffentlich auch das Haus mitbenutzen. So, ich packe das hier erstmal alles weg. Die Säge brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Und hier hatte ich noch die Fishing Line mehr rausgesucht. Die könnte ich doch gleich mal benutzen, indem man hier auf Gears geht und dann sagt Back und dann Fishing Manage und dann muss man hier quasi die Angel zusammenbauen und die Line kommt hier oben hin. Da fehlt dann noch der Köder, die Rute und die, wie heißt das, die Kurbel? Keine Ahnung. So, wir gehen los. Ich habe 6 Schuss. Das ist nicht viel. Und ich habe auch 3 Hunting Arrows. Naja, gehen wir erstmal irgendwas looten.
Fangen wir vielleicht mit dem Schrottplatz an, der hier nebenan ist. Da sollten wir doch Baumaterial erhalten, hoffe ich. Weiß gar nicht, ob hier auch Zombies sind. Da können wir gleich mal reingucken. Sieht eher nicht so aus. Aber hier gibt es einen Inventar-Upgrade. Das ist doch schon mal sehr schön. Kann ich auf jeden Fall mit mehr rumschleppen. So, Komponenten, die habe ich gesucht. Baseballschläger. Ich probiere mal, den auseinanderzubauen. Gibt ja hier auch dieses Harvest-Tool. Man den hier reinmacht. Nee, geht nicht. Aber es gibt Sachen, die man harvesten kann, das weiß ich. Aber den Baseballschläger vielleicht nicht. So, hier neue... Das ist doch ein Seil, oder? Kann ich nicht aufheben. Funktioniert nicht. So, gibt es hier was im Handschuhfach? Hier gibt es nicht mal ein Handschuhfach. Das ist ja ärgerlich. Mal ein bisschen was zu trinken. Und den Kanister habe ich diesmal dabei. Das heißt, wir können uns auch ein bisschen Sprit absaugen hier, von dem, was wir finden. So, die ganzen Wracks kann man leider nicht benutzen. Sondern nur die Autos, die noch halbwegs intakt sind. Ja, hier ist noch ein halbwegs intaktes Auto, hat aber keinen Sprit drin. Das ist auch generell ziemlich leer. Oh, Revolver habe ich schon. Munition, sehr gut. Ah, wofür war die Zigarette? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jemand hat auch gesagt, man kann hier unter den Sonnenschutzblenden was finden. Ich habe bestimmt in diesem Game schon 500 Sonnenschutzblenden umgeklappt. Es war noch nie irgendwas dahinter. Ein Rad. Brauchen wir noch ein Rad? Ja, vielleicht irgendwann. Probier mal den Revolver zu harvesten. Ah, das geht. Zweimal Metal Scrap, einmal Komponenten. Naja, ist jetzt nicht viel, aber besser als nichts, oder? So, soll man hier oben drauf noch irgendwas finden? Ja, da oben ist Metall. Oh, und da oben ist sogar eine Kiste. Die können wir sogar mitnehmen. Ah, die ist zwar leer, aber ey, die nehme ich mit für zu Hause. So, rauf auf den Pickup. Und dann fahren wir mal weiter. Da unten ist die Hauptstraße. Und hier ist ein Baum übrigens. Hallo Wolf. Ach, rennt er mir jetzt hinterher? Oh no. Und noch ein Wolf. Ich muss gleich mal auf die Karte schauen, wo ich eigentlich hin will. Na, natürlich. Wenn man im Auto sitzt, kann man keine Karte angucken. Wollt mal schauen. Unser Haus ist ja hier. Dann könnten wir eigentlich mal hier so hingucken. Ich glaube, hier ist eine Straßensperre oder sowas. Aber... Da sind auch noch ein paar Häuser vorher, wo wir durchaus mal reinschauen können. Ja, das da vorne ist auf jeden Fall bewacht von Banditen. Und ich habe jetzt nicht genug Munition, um mich mit denen anzulegen. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo was. Hier ist schon mal nichts. Da hinten laufen sie. Jo, hier gibt es jede Menge Komponenten. Eisen. Baseballschläger brauche ich eher nicht. Hier sind noch Komponenten. Dann gehen wir mal rein. Weichhölzer. Trinken. Oh, okay. Ich muss kurz zum Auto. Das Zeug ausladen. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Bin schon ziemlich nah dran. Oh je, hier kann man jeden einzelnen aufmachen. Wie kleinteilig das hier ist, das ist schon
ziemlich abgefahren. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen hier. Was gibt es hier drin? Das ist manchmal auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu erkennen, was man looten kann und was nicht. Und auch welche Schubladen man aufmachen kann. Oh, schön viel Munition hier. Ja, die Tür, die in den Schrank reingeht. Man kennt sie. Was gibt's hier noch? Nichts. Eine Feder. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Noch eine Feder. Feuerholz können wir uns ja mal mitnehmen. Solange ich den Platz habe, warum nicht? Oh, hier die Schubfächer kann man auch aufmachen. Ah, sehr gut. Nähsets. Damit müsste ich dann genug haben für den besseren Pfeilköcher. So, das noch. Und hier gibt es noch ein Schlafzimmer. Mit noch mehr Munition und Nähsets. Das alles leer. Ist hier was hinter der Tür? Nö. Hier. Gibt noch einen Nachttisch mit Lockpick. Cool. Habe ich noch nie benutzt in diesem Game. Ich habe immer den Crowbar benutzt für... um Sachen aufzumachen. So, ich glaube hier vorne liegt auf jeden Fall noch Metal Scrap rum, oder? Ah, Feuerholz war es. Kann man das nicht mitnehmen? Verdammt. So, ich will jetzt nicht zu nah ran bei den Banditen. Lade ich erstmal ab. Hier unten am See noch irgendwas. Ich glaube, die Kirche da hinten, da sind auch Banditen. Wenn ich es noch richtig weiß. Wir könnten noch in das Haus da hinten reingucken. Ah, und hier ist auch noch ein Haus. Okay, weißt du was, dann hole ich mal den Pickup. Und dann fahren wir mal hier diesen kleinen Waldweg rein zu diesem anderen Haus da und nehmen da noch alles mit. Dann müssten wir erstmal genug Material haben für die nächste Baurunde. Dass hier Bewohner drin sind. Ne, ich schätze mal, die hätte man schon gehört, wenn hier welche wären. Oh, was gibt's hier? Alles klar. Na, dann fangen wir mal von hinten an zu looten. Wobei, hier scheint es ja nicht allzu viel zu geben. Ah, doch. Munition, Medizin. Leer, leer. Und Komponenten. Dafür bin ich doch hier. Nähsets. Oh, das ist wohl kaputt, der Schrank. Oh, hier gibt's viel. Cool, cool, cool. Ist ja auch jede einzelne Schublade. Ja, Streichhölzer. Gib mir Streichhölzer. Okay. Was? Hier nicht? Ach so, habe ich gerade gefragt, was ich hier eigentlich aufmache. No, nochmal Rex und schön viel Zeug. Ah, so kann es doch weitergehen. So, dann schauen wir uns noch die untere Etage an. Munition. Na, so langsam könnte ich die Banditen wirklich auseinandernehmen. Nur jetzt habe ich halt keinen Platz mehr, um alles mitzunehmen. Denn die kann man ja auch looten. Und ihr Lager. Da gibt es ja dann auch einiges zu holen. Wenn ich das nicht mitnehmen kann, dann wäre es extrem schade. Hier sieht es relativ leer aus. Hier auch. Das alles leer. Oh, hier ist noch was.
Alles leer. Komponenten, sehr gut. Kann man die hier nicht looten? Die rausziehbaren? Nee, geht nicht. Oh, Gears. Was? 8 Stück? What the fuck? 8 Gears in einem Küchenschrank? Niemals. Okay, ich glaube, ich habe gerade den Jackpot gefunden in diesem Spiel. Ich glaube, viel mehr ist ja auch gar nicht. Sollen wir irgendwas, sollen wir das hier gleich essen? Sowieso Durst und Hunger, dann kann ich hier gleich mal eine Dose und einen Riegel essen. Dann haben wir hier alles gut genutzt. So, schaue ich noch mal kurz im Außenbereich, ob hier noch irgendwo was rumliegt in Richtung Metal Scrap. Was ist das denn? Concrete Bag. Ach komm, ich lade kurz aus. Dann nehme ich den Beton auch noch mit. Aber wir haben noch hier die neue. Ach, das kann man runterklappen. Lol. Das wusste ich gar nicht. Oh je. Komm, ich lade das hier noch aus. Ich komme immer noch nicht auf die 8 Gears klar. Was geht denn hier ab? Also, gib mir den Beton her. Dann haben wir hier noch einen. Kann ich den nicht mitnehmen? Oh, ich will den Eimer haben. Benzin? Ja, ein bisschen. Gut. Oh, hier ist ein Fischbucket-Upgrade. Eine Machete. Probiere ich gleich mal auseinanderzunehmen. Ansonsten schmeiße ich die wieder weg. Ja, komm, nimm das Holz halt auch mit. So, und ich glaube, viel mehr war hier gar nicht. Bisschen Feuerholz. Ein bisschen mehr Feuerholz. Und das war's von hier. Harvest, Machete. Geht nicht. Okay. Dann bleibt sie hier. Eine reicht. So, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich wieder zurückkomme. Einmal umdrehen. Dann fahren wir hier diesen Waldweg wieder hoch auf die Hauptstraße und zurück. Das fügen wir der Sammlung hinzu. Ich glaube, das hier kann ich gleich direkt fertig bauen, sobald ich Komponenten in der Hand habe. Nehmen wir uns mal die hier. Dann nehme ich mir gleich mehr mit. Ach, ist ja doch ein roter. Nur die Baustelle sieht anders aus. Okay, cool. Habe ich da doch den richtigen gebaut. Muss das kurz einsortieren, weil ich keine Locker habe zum Loot abwerfen. Die werde ich mir auch noch bauen. So, jetzt haben wir 4 locker auf dem Pickup. Das ergibt viel Platz. Ich konnte auch gar nicht alles ausladen. Muss ich die Nacht wieder ein bisschen sortieren. Und ich glaube, wir brauchen auch einfach noch mehr locker. Ich könnte ja jetzt mal ein paar von den großen bauen. Guck mal, ich könnte jetzt zum Beispiel, weil ich nicht weiß, ob hier Zombies durchkommen können. Also wenn ich mich ducke, dann komme ich hier durch. Das heißt, ich muss das hier irgendwie mal blockieren. Nur zur Sicherheit. Vielleicht ist es gar nicht nötig, aber ich will es. Und deswegen würde ich einfach mal 2 von den guten Lockern, wo man Gears braucht, hier vorstellen. Die sind auch ein bisschen größer. Dann können wir das hier vielleicht so blocken. Oh, ich glaube, ich habe den einen falsch rum hingestellt. Ist egal. Wenn die aufgebaut sind, dann verschiebe ich die noch. Das macht gar nichts. Ich will die jetzt auch gar nicht bauen. Denn wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Und ich habe 18 Schuss in einem Revolver. Lass uns doch mal die Banditen auseinandernehmen. Ihr wollt ja also die Straße blockieren, ja? Wie spät haben wir es? 16:50 Uhr. Boah, das wird bald in die Dämmerung gehen und dann kann ich wieder so schlecht sehen. Ich versuche mal, das hier schnell zu machen, halbwegs. Oh. Ach. Okay, immerhin einer mit Pfeil. Headshot. Gibt's hier was? Nö. An den, da muss ich mich irgendwie ranschleichen. Weiß gar nicht, wie viel es sind. 2 oder 3 oder sogar 4. Das ist ein bisschen weit weg, oder? Ja. Ich versuche erstmal den hier zu looten. Da kommt wieder einer zurück.
Tot. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt irgendwie Schüsse hören von irgendwo. Oh geil, SWAT-Helm. So, dann auf die Rückseite haben die immer noch was im Rucksack und in der Hosentasche auch. Sehr cool. Oh, mein Pfeil. Den kann ich natürlich zurückhaben. Bin mir echt nicht sicher, wie viele hier sind. Kann ich das nicht aufheben? Na, heben wir mal das Rad auf. Keine Ahnung, ob ich mir so einen blöden Wagen bauen will. Aber wir können uns ja erstmal hier das Benzin mitnehmen. So, das alles. Hier ist alles leer. Nichts. Okay. Kommt man hier hoch? Oh ja. Oh, dann habe ich einen guten Überblick. Läuft hier noch einer rum, ist die Frage. Oder habe ich jetzt freie Bahn zum Looten? Gehen wir mal systematisch vor hier. 0,16 Liter. Da war nichts drin. Hier ist ein bisschen Benzin drin. Oh, jetzt wird es schon deutlich dunkler. Ich habe zu Hause noch bessere Batterien, oder? Die habe ich jetzt aber nicht dabei. Wenn mir das ausgeht, das Licht, dann ist vorbei. So, hier kann man reingehen. Oh, hier gibt es schön viele Sachen. Habe ich schon eine Jeans? Weiß ich gar nicht. Ein Koffer. Den mache ich voll. Und dann nehme ich den mit. Das hier kann ich doch gleich anziehen, oder? Besser als diese blöde Kappe. Trag mal den Koffer nach draußen. Bleistift muss ich jetzt nicht mein Inventar voll machen. Was zu essen nehme ich. Ich glaube, ich hole mal das Auto her. Und ich glaube, hier ist tatsächlich niemand mehr. Es sind nur zwei Banditen, die hier Wache stehen. Ich mache jetzt die Taschenlampe an. So lange, wie sie mir halt Licht spendiert. Und vorher lade ich nochmal ab. Oh, schön. Was ist hier mit dem Armeelaster? Der ist nur Deko. Scheinbar. Der Schulbus bestimmt auch. War hier in dem Auto noch was drin? Nee, sieht nicht so aus. Ah, doch. So, hier lag noch der eine Dude rum, den ich aus der Ferne erschossen habe. Mit einem T-Shirt. Gib mir das. Oh, schön. Und hat er noch was in der Tasche? Nö. Das war's. Komme ich hier hoch? Ja. Was gibt's hier? Munition. Sehr cool. Hier ist nichts weiter. Machete und einen Schokoladenriegel. Metal Scrap. Das hier sieht so aus, als ob man damit was machen kann. Ne? Aber ist nicht. Oh no, ich hätte den Crowbar mitnehmen sollen. Aber ich kann das mitnehmen. Ich nehme das einfach mit. Dann mache ich das zu Hause auf. Passt das aufs Dach? Es wird schon irgendwie gehen. Oh, noch ein Pfeil. Ja, ist halt so schade, ne? Ich werde jetzt hier ganz viel übersehen, weil es schon echt dunkel ist. Ich glaube, wir müssen am Tag nochmal herkommen. Dann müssen wir zwar die Banditen nochmal killen. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Chance, alles zu finden. Bei der Dunkelheit. Hier geht's noch nach oben. In irgendeinen Bau rein. Oh, bin ich voll? Dann lass mal den Ast hier. Nehme ich lieber die Munition mit.
Stein raus. T-Shirt, kann ich das tragen? Jo. Boost will ich haben. Spritze nehme ich auch mit. Ja, ich glaube. Ich hau jetzt ab. Reicht ja auch. Mega erfolgreicher Tag gewesen heute. Und ganz ehrlich, die zwei Spinner hier, die können wir auch irgendwann nochmal umhauen. Ein anderes Mal. Und dann gucken, was ich hier noch übersehen habe. Es ist bestimmt einiges. Ja, Batterie ist tot. Dann schnell hier rein. Ich sehe überhaupt nichts. Aber irgendwo, hier. Irgendwo sind meine Fackeln. Genau. Und hier stand doch auch noch eine andere. Hier vorn. Okay. Kann ich das gleich mal probieren mit den Batterien? Muss sie nur kurz finden. Die sind hier garantiert irgendwo drin. Hier sind Batterien drin. Nimm mal das so lang, Schrank. Schauen, ob das immer noch so geht. Gears. Batterie. Nach 2 von 2 hat er schon drin und dann Proceed. Klick, klack. Und dann ist die wieder voll. Und kann wieder benutzt werden. Okay, perfekt. So, wie spät haben wir es? 18.22 Uhr und es ist stockdunkel. Keine Ahnung, was das hier für eine Jahreszeit und für eine Region sein soll. Aber das ist schon enorm früh. Das hier könnte ich vielleicht noch aufbauen. Holzmetallkomponenten und Gears. Die Gears waren hier. Klöppeln wir den hier mal zusammen. Ja, fehlen noch ein paar Komponenten. Hier sind noch welche. Hier sind noch welche. Hab ich irgendwo noch Metal Scrap? Wahrscheinlich draußen eher im Pickup. Na, hier ist noch was. Aber reicht's für den zusätzlichen Locker? Hier sind noch 4. Okay, vielleicht reicht das. Aber ich glaube, mir fehlt sowieso Holz für den zweiten. Werde ich gleich sehen. Ja, mir fehlt Holz. Das ist aber nicht schlimm. Wir kriegen aus dem Baumstamm hier 4 Holz raus. Mit der Säge. Ja, den einen habe ich tatsächlich falsch rum hingestellt. Aber das können wir ja beheben. So, jetzt ist auf jeden Fall das hier versperrt. Ich denke mal, jetzt kommt hier auf jeden Fall kein Zombie mehr durch. Falls es nicht vorher sowieso schon so war. So, morgen brauchen wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz fürs Tanning Rack. Und die Nägel, kann ich die nicht sogar schon bauen? Ja, ich kann die Nägel schon bauen. Ja, dann brauchen wir mehr Holz, Tanning Rack. Und wir werden unseren ersten Mitarbeiter wohl rekrutieren. Den müssen wir erstmal retten. Da werden wir wahrscheinlich nochmal hochfahren hier in die Community. Ich glaube, einer ist irgendwo hier in der Hunting Area. Dann gibt es noch einen hier oben. Da würde ich dann morgen mal hinfahren. Und irgendwo anders gibt es noch einen. War das hier bei der Radio Station oder so? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt schlafen legen, aber vorher was trinken. Ich hatte mir hier den Kanister mitgenommen. Der funktioniert wie eine Wasserflasche, nur viel größer. Der hält 2,5 Liter und den werde ich jetzt einfach immer mit rumtragen und kann dann immer hieraus trinken, bei Bedarf. Okay, dann esse ich jetzt noch einen Apfel und einen Schokoriegel und lege mich dann schlafen. Euch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst doch ein Like da, das würde mir sehr helfen. Und damit bin ich jetzt mal raus aus dieser Folge. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.